Hallo und herzlich willkommen, und ich sehe hier rechts auf meinem zweiten Bildschirm. Ich probiere das teuerste Eis der Welt für 800 Euro von BBC Beauty Palace. Ja, die Folge fängt schon mal gut an. 10 Sekunden und direkt sowas. Ja, wir haben alles geschafft, wir haben alles eingeräumt. Und ich habe alle seltenen, ungewöhnlichen, speziellen, was weiß ich, Materialien mit einer Suchfunktion gemacht. Also Schrauben, ballistische Federn, Chor, Glas auch, was ich vorher nicht hatte. Alles dabei. Und ich hatte eine Idee. Und zwar habe ich hier nämlich ein interessantes, sage ich mal, Objekt gesehen. Was bei Energie? Nee. Was hier dabei? Genau. Der Dekontaminierungsbogen, nämlich. Und der entfernt halt bei Aktivierung Strahlungsschaden. Und das fand ich halt so extrem gut, dass ich das haben wollte. Und auch Bauer. Jetzt muss ich ihn noch markieren. Kabel anbringen, wo haben wir das denn? Da. Yo. Jetzt ist die Frage, jetzt wüsste ich gerne mal, funktioniert das immer, wenn ich radioaktive Strahlung habe? Das hoffe ich einfach mal. Weil das ist jetzt mega geil. Jetzt habe ich, nachdem ich quasi unendlich Essen habe, habe ich Tartus in meinem Inventar. Habe ich jetzt nämlich auch. Ich kann dich bei Bedarf zusammenrücken. Hallo. Wenn du eine Rüstung suchst, habe ich vielleicht was für dich. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot. Großartig. Habe ich nämlich jetzt auch quasi unendlich, Wet Away. Weil ich das ja quasi nicht mehr brauche. Gefängnislumpen? Hä? Ja, ich verkauf's, weil ich's nicht brauche. Warum haben wir sowas? So. Jetzt, will ich gerade noch was wissen. Das brauchen wir schließlich nicht. Ich habe ja jetzt die Toiletten, ne? Fixtures? Ja, genau. Ich glaube, ich nehme einfach direkt das Ding. So. Habe ich eins. Jetzt habe ich ein. Ein zweites. Was? Access change to. Hä? So. Ist das das, was ich will? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, schade, ich dachte, das wäre die Achse. So, hier haben wir dann noch ein Waschbecken. Das ist die Frage. Bathroom Door. Gibt's wahrscheinlich nicht. Toiletten gibt es ja. Hier eine. Und hier eine. Sonstiges, das sind ja andere Dinge. Da muss ich hier speziell nach einer Door suchen. Da eine Tür. Lalalalalala.
und gucken, ob das überhaupt funktioniert. Metal Door, Modern Door, Sliding, Rusty Doors. Das ist ein Security. Da ist eine Stall Door. Genau. Und würde dann gerne wissen. Aha. Ja, guck mal, das funktioniert, ja. Das ist schon mal ganz nett. Dann haben wir nämlich das Klo auch gemacht. ich mache hier nur noch männlich hier. Das ist für Frauen. Und hier ist für Männer. So. Damit wir das geklärt haben, ne? Versteht er? Finde ich gut, dass wir jetzt auch Toiletten haben. Mit Sitzplätzen immer noch. Man kann hier zu viert warten. Finde ich eigentlich total unabdingbar wichtig. So. Klo ist gebaut in 6 Minuten. Nee. Gut. Verteidige das Starlight 2. Achso, das sind so ein paar Nebenquests, die ich geschafft habe in der Zwischenzeit. Ja, okay. Da müssen wir jetzt einmal kurz zu Sanctuary. Aber das ist ja alles kein Problem. Nicht für uns. So. Ja. Was los ist, Ist doch hoffentlich kein Problem. Ich habe den Raidern eine Lektion erteilt. Sie werden die Siedlung nicht nochmal angreifen. Das ist gut. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit noch, in der sich die Leute nicht ständig Sorgen um den nächsten Raider-Angriff machen müssen. Ja. Danke, danke. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Jo. Spurlos verschwunden. Hol Pigments. Sprich mit den Leuten der Abernathy Farm. Das kann ich eigentlich auch gerade machen. Wo ist denn das? Ach, da. Ah, ja. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. So. Ach ja, ja, hier habe ich auch alles abgerissen, stimmt. Mr. Abernathy? Ich glaub's nicht. Wir haben gewonnen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Die Minutemen waren für uns da. Das werden wir nicht vergessen. Du solltest eines Tages selbst eine Farm führen. Du hast den nötigen Mumm, das sehe ich in deinen Augen. Jo. Und nochmal nach Sanctuary. Ah, ist so ätzend. Aber es tut mir nicht alles für die Menschen. Ich dachte gerade kurz, ich hätte kein Bild mehr bei der Aufnahme, aber das lag einfach daran, dass das Ding ja schwarz ist. Warum sitzen die in meiner Wohnung? Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Sag mal. Wir haben dieses Überfallkommando der Supermutanten erledigt. Die werden keine Siedlung mehr angreifen. Schön zu hören. Schritt für Schritt werden wir das Commonwealth zu einem sicheren Ort für Leute machen, die einfach in Frieden leben wollen. Ja. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Stell Bobby zur Rede, ihre zu Hancock zurück. Sprich mit den Dealern bei Kinderkrippe Greentop. Okay, Stelle Bobby zur Rede, genau das will ich jetzt eigentlich am liebsten machen. Okay, das ist ein University Point, das ist ein bisschen beunruhigend. University Point ist für mich immer Institut. Also alles, was die University hat, ist für mich Institut. Weswegen das ein bisschen Sorgen macht.
Ja, gleich was Abendessen, ist ja 18 Uhr oder so. Alles klar! Das fängt super an! Weißt du, ich rede einmal übers Abendessen und dann sowas. Sonst verkommt das alles ja nur. Richtig. Ich frage einfach nicht. Okay. Das. Ich höre doch schon wieder. Nicht die Enklave. Ich denke mal bei Enklave an. An Enklave bei Vertibirds. Was vermutlich an Fallout 3 liegt. Eine Notfrequenz. Aha, aha. Ja, weiß auch nicht. Moin. Ich würde gerne mal rein. In gut. Hearthstone. Hearthstone. Hearthstone ist wahrscheinlich das, wie man es ausspricht. Hallo. Na, wen haben wir denn hier? Macht einen Ghoul wie mich ein wenig nervös, wenn du hier einfach so aufkreuzt. Na, wer bezahlt dich, damit du mich findest? Hancock, oder? Ja. Wer hat mich wohl geschickt? Ich nehme an, du bist im Auftrag dieses gewalttätigen alten Ghouls hier. Aber ich will es aus deinem Mund hören. Jo. Er will, dass ich dich töte und ihm seine Kronkorken zurückbringe. Plus Schadensersatz. Lässt dich also für Geld kaufen. Und was hast du jetzt vor? Naja, entweder gibst du mir einen Beweis, dass du gestorben bist, oder ich töte dich, oder du gibst mir eine gute Menge Geld, sagen wir 5000 Kronkorken. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ich? Naja, ich würde mit meinem neuen Geld jemanden anheuern, der diesem dreispitztragenden Clown eine Kugel in den Kopf jagt. Aber jeder, mit dem ich gesprochen habe, war entweder auf seiner Seite oder hat mich ausgelacht. Darum will ich wissen, was du vorhast. Na dann. Wenn du die Kronkorken da lässt und abhaust, bringe ich sie Hancock und sag ihm, ich hätte dich erledigt. Niemand müsste sterben. Okay, gut, dann nimm sie. Bringt ja nichts, ewig dran festzuhalten, wenn sie mich nur ins Grab bringen. Ich habe schon was davon ausgegeben. Du musst also die Differenz übernehmen. Außerdem darfst du hier mitnehmen, was du willst. Und noch was. Ich bin froh, dass wir die Sache zivilisiert lösen. Das werde ich nicht vergessen. Wohin auch immer es mich verschlägt. Ja, dann. Ich nehme alles mit, ne? Oh. Ich wusste ja nicht, dass das so schlimm ist. Wieso höre ich... Ach, komm. Ach, du willst mich doch verarschen. Hä? Hä? Was ist denn mit der falsch jetzt? Stelle Bobby zur Rede, ja. Wer bist du? Entschuldigung, Sir. Parker Quinn. Ich wollte nur sagen, dass es mich freut, dass du an meiner Ecke vorbeischaust. Tatsächlich? Warum das denn? Denn ich habe was, was du brauchst. Im Ernst, ich weiß, dass du das brauchst. Woher ich das weiß? Einfach nur, weil du hier bist. Wenn jemand im Commonwealth überlebt, und zwar lange genug, um durch die Innenstadt von Boston zu wandern, dann hat er die Dinge im Griff. Du hast das einfach drauf. Und was brauche ich deiner Meinung nach? Was super Besonderes, nicht mehr und nicht weniger. Schau, da du ja offensichtlich eine beschäftigte, gefährliche und außerordentlich intelligente Person bist, komme ich gleich zusammen. Okay. Ich mach dir ein Angebot, das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Na dann. Ich bin verwirrt. Sagen wir es mal so. Ein Baseball. Aber jetzt habe ich diese ganzen tollen Markierungen nämlich mit den Sachen, die ich alle brauche.
Wir sind mehr Markierungen, aber ich brauche die Sachen ja schließlich. So, wo bist... Ach, was ist das denn für ein Typ? Was ist das denn für einer? Meine Güte. So. Entschuldigung, Sir. Parker Quinn. Ich wollte nur... Doch, komm. Schön, dich kennenzulernen, Mr. Quinn. Mr. Quinn? Was ist los? Sind wir Fremde? Mr. Quinn ist mein Vater. Ich bin Parker. Okay. Okay. Daneben Parker. Hey, sieh mal an. Wir sind jetzt Freunde. Ich bin Parker und du bist Sir. Schau, da du ja offensichtlich eine beschäftigte Gefährliche... Ich mach... Bin bereit. Jeden Tag musst du Sachen kaufen. Essen, Munition, Bier, alles Mögliche. Und du bezahlst mit Kronkorken. Von Flaschen. Was für ein Jahr haben wir denn bitte? 1612? Ein Haufen Loser hat die Welt vor 200 Jahren in die Luft gejagt. Und wir müssen säckeweise Kronkorken herumschleppen. Soll das ein verdammter Witz sein? Also habe ich in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Laden im Commonwealth die Kronkorken abgeschafft. Und so haben wir jetzt die einzige Form von Währung, die du je brauchen wirst. Die Kreditkarte. Nee, ich zahle mir lieber mit PayPal. Kreditkarte? Habe ich doch gesagt. Kreditkarte. Total einfach. Du gibst mir jetzt 110 Kronkorken und ich gebe dir diese Kreditkarte. Damit kannst du in jedem Laden im Commonwealth bezahlen. Wert 100 Kronkorken. Die 10 zusätzlichen sind meine Servicegebühr. Also, was sagst du? Willst du eine? Wir machen das jetzt einfach mal. Hört sich gut an. Ich nehme eine. Hervorragend. Ich nehme dein Geld und du bekommst die Kreditkarte. War toll, mit dir Geschäfte zu machen. Sag's deinen Freunden. Parker Quinn, selbe Ecke, jeden Tag. Volltrottel. Hi. Austausch und Rückerstattung ausgeschlossen. Das war euer letzter Fehler. Okay. Sorry. Deswegen habe ich vorher gespeichert. Nein, aber... vielleicht ist da ja irgendwas Lustiges, wenn wir eine Kreditkarte haben. Ich weiß es nicht. Ach komm, was ist das denn für eine Kacke über diese scheiß Sackgassen, Mann? Ich war doch schon einmal da. Kreditkarte. Ach, jetzt komme ich nicht an dieser scheiß Baum. Oh. Das ist doch unfassbar. Immer. Morgen. Na, wen haben wir denn hier? Magna. Er will, dass ich dich töte und ihm seine Kron... Mach dir keine Sorgen. Ach komm, was ist das denn? Bobby. Ich hab's mir doch gerade erst bequem. Ich wollte doch... Scheiße, dieses Scheiß... Ah! Was ist das? Ich krieg die Krise, die verfickte Dreckskrise, Mann. Dass man hier diese verfickten Dialoge nicht verfickt nochmal normal überspringen kann. Das ist so eine verfickte Drecksscheiße. Einfach den verfickten dreckigen Scheißarsch. Oh, diese verfickten Missgeburten-Sackgassen, ne? Boah, ich hasse dieses Drecksmissgeburten-Ding. Ja, schieß ruhig. Da draußen ist was. Meine Güte, ey. Na, wen haben wir? Ja, halt deine blöde Fresse. Na, wer? Wer hat mich wohl geschickt? Ich nehme an. Er will, dass ich dich... Meine verfickte Fresse. Wenn du die Kronkorken... Okay, gut. Ich hab schon was. Mhm. Und noch... Meine Güte.
Ich nehme jetzt einfach jeden Scheiß hier mit. Ich meine, ich werde ja eh danach. Okay. Außerdem kann ich mit diesen ganzen Dingern hier sogar noch ein bisschen meinen Verlust in Anführungszeichen ausgleichen. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, wo ich hingehe. Ja, ja. So. Und noch als letztes, das will ich jetzt noch machen, nach Good Neighbor, Good Neighbor, da. Ich finde übrigens, dass diese grüne Markierung auf grünem Hintergrund ziemlich schlecht gewählt ist von Fallout. Das ist nicht so gut. So. Ja? Nein. Hey, Cleo. Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Aha. Klar. Oh, das ist klar. Dialoge, die ich schneller überspringen kann. Das ist so nervig. Schimmeliges Essen. Ja, geil, dass man sowas dabei hat, natürlich. Munition, das wollte ich haben. Aha. So, Ort State House. Achso. Ich habe schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen, aber ein fliegendes Schiff? Wahnsinn! Ja. Hancock? Hey, mein Sorgenkind. Hast du mir was zu sagen? Ja. Ich habe mich um Bobby gekümmert. Sind wir dann jetzt quitt? Nicht ganz, Freundchen. Reden wir jetzt über meine Kronkorken. Du schuldest mir 750, wenn ich mich recht erinnere. Können wir uns nicht anders einigen? Du sprichst mir aus der Seele. Die Sache mit Bobby, das war wichtig. Aber hey, sieh mich an. Was ist aus mir geworden? Den Leuten zu diktieren, was sie zu tun und zu lassen haben? Ich muss mal raus. Wieder mit meinen Mitmenschen in Kontakt treten. So soll es sein. Ich komme mit dir. Dass du auf meinen Tresor los bist, zeigt mir, dass du diese nach mir die Sintflut-Einstellung hast, die ich selbst wieder erleben möchte. Warum willst du mich begleiten? Ich habe immerhin deine Leibwächterin mit auf dem Gewissen. Mann, ich bringe alle möglichen Leute um und schüttle ihren Freunden danach die Hand. Hast du eine Ahnung, wie viele Typen den alten Finn verteidigt haben? Versteh mich nicht falsch. Das mit Fahrenheit und mir hatte eine Vorgeschichte. Und wenn ich die Sache persönlich genommen hätte, wäre dein Tod mein oberstes Ziel gewesen. Aber mir ist klar, dass du nur deinen Job erledigen wolltest. Das respektiere ich. Ja, dann. Du kannst mich gern begleiten. Aber bevor es losgeht, muss ich noch mit ein paar Leuten reden. Wir treffen uns später. Jo. Bis dahin.